Hallo, mein Name ist André Poretta, ich bin 20 Jahre alt, mache momentan meinen Bundesfreiwilligendienst an der Don Bosco-Schule in Recke und nehme euch heute mal mit. Genau, die Don Bosco-Schule ist eine Förderschule für geistige Entwicklung. Das heißt, wir haben hier Schüler sowohl körperlich behindert als auch geistig behindert, von der ersten bis über die 10. Klasse hinaus. Ich bin ein Bufdi, wie wir so schön sagen, also ein Bundesfreiwilligendienstler, und ich bin in der 9. Klasse eingesetzt. Zunächst einmal helfe ich natürlich im Unterricht, wo ich kann. Ich betreue die Kinder im unterschiedlichen Fächern. Zum Beispiel Unterrichtsfach Deutsch habe ich einen Schüler, auf dem ich mich sehr stark konzentriere. Dort helfe ich ihm zum Beispiel, die deutsche Sprache zu erlangen, da er ein Schüler aus Pakistan ist und momentan die deutsche Sprache versucht zu erlernen. Es ist nicht so, dass die Lehrer sagen, ja, du bist der Bufdi, geh mal Kaffee kochen. Weil man bekommt hier richtig Aufgaben, die für den Schulalltag wirklich sehr, sehr wichtig sind. Genau, ich nehme euch jetzt mit zur Sporthalle. Dort betreuen wir eine erste Klasse. Und zwar haben wir das Airtramp aufgebaut und ja, das ist immer mit sehr viel Spaß verbunden. Genau, die Hemmschwelle zu überwinden ist natürlich am Anfang nicht leicht. Man hat gewisse Berührungsängste, das ist, denke ich, auch komplett nachvollziehbar. Aber wenn man sieht, wie die Lehrer und auch die Schüler miteinander gegenseitig umgehen, dann ist das eigentlich doch gar nicht so schwer, wie man im ersten Moment denkt, weil man das ganz schnell nachmachen kann. Man kopiert das, man sieht, was mögen die Schüler, was mögen sie nicht. Und nach einer gewissen Zeit lernt man sich ja auch kennen und weiß, was man machen kann. Das Schöne an der Arbeit ist, dass wenn man jetzt nach einer gewissen Zeit hier an der Schule war, nicht nur die Schüler aus seiner eigenen Klasse kennt, sondern auch die Schüler und Schülerinnen aus anderen Klassen. Das heißt, wenn ich morgens meinen Tag hier starte und über den Flur gehe und jeder zweite Schüler meinen Namen sagt, ey André, hi, wie geht's und alles, das ist natürlich was Schönes, weil man merkt, dass man willkommen ist, dass man akzeptiert wird auch von den Schülern und dass die einen mögen. Das ist was ganz Schönes. Der Bundesfreiwilligendienst hat mich persönlich schon stark verändert. Aber persönlich für mich habe ich schon gemerkt, dass ich jetzt viel engagierter bin. Früher, weiß ich noch, in der Schule, da wollte ich mich aus jeder Zusatzarbeit raushalten. Jetzt merke ich, dass ich viel mehr Verantwortung annehme, viel mehr planen möchte. Das ist eine Arbeit, die macht super viel Spaß, und die Leute, die mir nicht glauben, die sollen einfach mal einen Hospitationstag hier machen. Man merkt, die Schüler, die sind so aufgeschlossen, die kommen sofort auf einen zu. Es ist nicht schwer, hier Freunde zu finden. Ich bin nicht der Einzige, der sagen würde, das war schon das schönste Jahr meines Lebens. Man hat einen ganz anderen Umgang jetzt mit behinderten Menschen bekommen. Mein Fazit ist, dass es sich absolut gelohnt hat, und ich jetzt schon weiß, dass ich die ganzen Leute total vermissen werde, ob das jetzt die Schüler oder Arbeitskollegen sind. Ich habe hier echt eine tolle Zeit gehabt und es hat sich gelohnt. Es war keine vergeudete Zeit. Und wenn man merkt, das ist kein Beruf, den ich ausüben möchte, dann hat man auch alles richtig gemacht, weil man weiß, jetzt muss ich mich wieder anders orientieren. Und die Zeit hat man auch.